Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Umbauteil. Heute geht es um die Mückennetze, ein eher sehr lästiges Thema. Vor allen Dingen, wenn man schon viel durch hat, wie zum Beispiel diese Mückennetzstrümpfe, die man über die Fensterscheiben zieht, oder aber auch Klettband, was hier einfach überhaupt nicht dran hält und sofort wieder abgeht oder spätestens nach einem Tag oder wenn die Sonne drauf scheint. Und das muss alles nicht sein. Ich habe eine viel einfachere Variante gefunden, ganz ohne Klebstoff und Hilfsmittel. Ich habe wirklich nur dieses Netz verwendet und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. So, ihr seht hier das verbaute Netz. So sieht das bei mir innen aus. Ich habe jetzt bisher nur ein Fenster gemacht, das andere zeige ich euch gleich im Detail. Und von außen ist es nicht zu erkennen. Das Netz ist also innen im Fahrzeug. Das Fenster geht problemlos auf und zu. Und ist ungefähr 1 cm von der Scheibe entfernt. Und hier kommt definitiv keine einzige Mücke mehr rein. Natürlich ist jedes Auto unterschiedlich. Bei manchen Fahrzeugen wird es bestimmt auch nicht funktionieren. Vor allen Dingen, wenn das Fenster sich nicht ganz absenken lässt. Bei meinem Fahrzeug, dem Land Rover Discovery 3, ist es absolut kein Problem gewesen. Und mit ein paar Handgriffen könnt ihr das auch easy selbst nachrüsten. So, zuerst einmal baue ich jetzt die Türverkleidung aus. Da gibt es ein paar Tricks und Handgriffe und dann ist sie ganz schnell draußen. Die erste Schraube sitzt hier hinter dem Türgriff. Die kann man ganz leicht nach unten biegen, die Klappe. Und dann kommt auch schon die Schraube zum Vorschein. Ganz einfach Bordschrauben. Dann kann man auch direkt den Türgriff abmachen. Darunter befinden sich nochmal 4 Schrauben. Dazu einfach die Plastikverschalung, die ist nur geklippt, nach oben drücken. So, dann kommt sie schon entgegen. So, hat sich ein bisschen gewehrt. Jetzt sind hier also nochmal jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite und die müssen auch noch raus. Dann befinden sich noch 2 Schrauben hier unten. Auf jeder Seite eine. Da ist keine Klappe drauf. Jetzt kann ich die Türverkleidung ganz einfach abmachen. Die ist dann nur noch festgeklippt. Und dafür fange ich hier unten an. Da kann ich zuerst mit den Fingern das ein Stückchen wegziehen, damit ich da besser hinterkomme. Lässt sie auch ein Stück weit liegen. So, und um den Lack nicht zu beschädigen, klemme ich da einfach ein Taschentuch rein. Kann auch irgendwelche anderen Sachen nehmen. Es gibt auch spezielles Werkzeug dafür, das habe ich aber nicht. Wenn man so ein paar Sachen gelöst hat, dann kann man die auch ganz einfach abziehen. Hört sich schlimmer an, als es ist. Hier oben sind dann auch nochmal 4 Clips. Und das zieht man dann ganz einfach zu sich heran. Und schon ist die Türverkleidung draußen. So, jetzt zeige ich euch noch, wo ich das Ganze hier einklemmen werde. Das ist einmal die Dichtung hier unten im Fensterrahmen. Die lässt sich ganz einfach rausnehmen. So, zack, da ist sie schon draußen. So, dann könnt ihr hier ganz easy die Fensterdichtung rausholen. Immer schon aufpassen, dass man das nicht kaputt macht, je nachdem in welchem Zustand das so ist. So, die kommt auch nicht ganz raus. Dann zeige ich euch gleich noch, wie ich das hier hinterklemme. So, und jetzt ist das Netz bereit zum Einbau. Also alleine gar keine Chance, das irgendwie hinzukriegen. Deswegen
fragt am besten jemanden, der euch dabei hilft, und man kann das zusätzlich noch mit Wäscheklammern befestigen. Also ihr seht ja, dass ich das hier oben so außen befestigt habe, und so ist auch der Weg, wie ich hier oben reingehe mit der Dichtung. Nur hier unten geht es dann von innen. Also es geht nicht so weiter, sondern von innen, damit das Fenster sich dann problemlos öffnen und schließen kann. Sonst würde das immer irgendwie hängen bleiben. Genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Man fängt unten an und geht dann einfach hoch, arbeitet sich nach oben und klemmt das da zwischen. So. Nachdem ihr das hier unten dann reingefriemelt habt, müsst ihr das Netz dann natürlich unter der Dichtung entlang führen. Und dann könnt ihr die einfach so reinschieben. Schön darauf achten, dass das gleichmäßig gemacht wird. Nicht zu viel Spannung, sonst reißt es oder geht irgendwo wieder raus. Und dann kann man das hier richtig schön ringsherum reindrücken. Und das zieht sich dann mehr oder weniger selber fest. Also es nimmt sich so viel Netz, wie man braucht. Deswegen muss man das auch vorher nur grob zurechtschneiden. So. Zack. Jetzt ist drin. So. Hier oben für die Dichtung, da schaue ich nochmal, ob ich da irgendwie nochmal was besorge. Die kommt so ganz, ganz leicht runter. Aber vielleicht gibt sich das dann auch noch mit der Zeit. Dann schauen wir mal, ob es geklappt hat, dass das Fenster auch zugeht. Geht schon etwas langsamer, merkt man schon, weil natürlich dieses Netz dahinter ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall, das Fenster geht zu. Und jetzt kann ich hier das überschüssige Netz abschneiden. Am Rand und auch hier unten. Zum Schluss befestigt ihr dann ganz einfach wieder die Türverkleidung. Und wie ihr seht, hier am Fensterrand unten bei der Dichtung, da wird die Türverkleidung nochmal für mehr Halt sorgen. Und guckt auf jeden Fall, dass das Netz eine nicht zu hohe Spannung hat. Also das hier ist wirklich super, dass es sich halt nicht wieder von alleine löst, wenn ihr irgendwie lange reißt oder so, sondern es soll ja lange halten. Ich hoffe natürlich, ihr konntet diesen Trick auch bei eurem Fahrzeug anwenden und habt dann nicht dieses permanente Desaster mit diesen nervigen Mücken und anderen kleinen Tieren, die immer wieder ins Auto kommen, wenn man kurz lüften möchte oder wenn man nachts im Auto schläft und das Fenster offen hat. Das ist echt ein leidiges Thema. Aber ihr seht, wie einfach es gehen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet das bei euch genauso anwenden. Und ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.